Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil Assassin's Creed Unity. Und zwar möchte ich, nachdem ich jetzt wieder zwei, drei, vier Nebenmissionen gemacht habe, als erstes mal dem Rat Bericht erstatten und dann direkt weitermachen mit der nächsten Erinnerungssequenz. Und hoffe dabei so ein kleines bisschen, dass ich nicht wieder so eine dämliche Helix-Spalten-Mission da machen muss. Die gefallen mir nämlich wirklich nicht wirklich gut. Ah, Arnaud. Einmal hoch hier zu den Jungs und dann geht's los. Kehrt zurück in die Ratskammer und berichtet Mirabeau, was ihr herausgefunden habt. Naja, das sollten wir ja wohl hinkriegen. Ihr seht schlecht aus. Seit Monaten lüge ich im Streit mit der Bruderschaft, der Nationalversammlung und dem König. Zusammengenommen haben sie den politischen Scharfsinn eines besonders dummen Dorfvorstehers. Ich glaube, das sollte mein Äußeres entschuldigen, junger Mann. Es war nicht so gemeint, Mentor. Ich bin nur besorgt. Vergiss mich, Arno. Weine um Frankreich. Ja, doch mach genug mal. der Politik. Ich hoffe, du hast gute Neuigkeiten. Was ist mit Sire de Lassins Mördern? Der König der Bettler ist tot. Dies hier trug er bei sich. Repose en paix. Sind das die Jedi Behaltet eigentlich? sie. Sie wird keinem von uns helfen, wenn sie in einer alten Gruft verrottet. Tragt sie voller Stolz. Danke, das werde ich. Die Mission? Der König der Bettler und Siver waren nur Bauern in einem Schachspiel. Jemand hetzte sie auf Monsieur de la Serre. Templer mögen es kompliziert, oder? Weißt du etwas Konkretes über den mysteriösen Schachspieler? Die einzige Spur, die ich habe, ist das Instrument, durch das de la Serre starb. Eine Nadel, hergestellt von einem Silberschmied namens Germain. Aber wie viel er weiß, kann ich nicht sagen. Und dann ist der nächste Schritt klar. Finde den Silberschmied und ergründe, welche Rolle er spielt. Boah, das mache ich. Finde den Silberschmied. So, und jetzt? Missionen. Da, Silberschmied. Der Silberschmied. Oh, Schwierigkeit 3, da wird es schon eng für mich, denke ich. François Thomas Germain hat die Waffe gebaut, mit der Monsieur de la Serre getötet wurde. Spürt ihn auf und findet heraus, welche Rolle er spielt. Naja. Jetzt brauche ich mal, muss ich mal gucken, wie ich da am besten hinkomme. Schnellreise, paff. Los geht's. Na komm her, Dieb. So. Bin ich natürlich komplett in die falsche Richtung gelaufen. Meter. Plus ces esprits.
da oben. Ein Silberschmied arbeitet doch nicht oben. Naja, egal. Der Silberschmied. Spielen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was da kommt. Lesal. Nun, wenn das nicht verdächtig ist, was dann? Türen knacken. Berserkerpfeile. Kann ich da von hier aus schon was reißen? Wahrscheinlich nicht, ja? Ne. Na, geh da mal runter. Du, bleib stehen. Ja, ich will aber nicht stehen bleiben. Komm her, ich schneid dich auf für den Rest dieser Verräter. Was los, Alaba? Ressa. Okay. Ach, sei's drum. Nicht so wichtig. Eine eigene Mutter wird dich nicht mehr erkennen. Scheiße. Das war wieder totaler Mist. Steht da hinten noch einer, der mich umschießen will oder was? Lindern. Plündern. 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 Was wollt ihr denn von mir? So. Le ciel n'oubliera pas ce geste. Merci infiniment. Au meurtre, garde! Hésitez-vous! Au meurtre! Arrête ça. Je ne suis sûrement pas arrivé là cette nuit. Plus tôt tu seras en terre, mieux ce sera. Also ich ja. Da oben stehen haufenweise Typen. Der ist innen.
So, die Alarmglocke wäre mal weg. Da oben steht ein Schütze. Ach du lieber Gott. Na oben. Da sind massenweise von den Typen. Bruder, halt! Ja, der Papst hat. Ich höre keine Geräusche. Mist, echt. Der, der zittert ein bisschen. Aber jetzt könnte ich doch hier das Berserker-Ding mal benutzen. Aber ich hab den doch vergiftet hier mit so einem Berserkerpfeil. Komisch. Aber mal hier gemütlich wieder. Ja. Das sind Berserker-Klingen. Er steht da oben. Steht auch oben. Dann werde ich mich mal an die Türöffnung machen. So. Türe auf. Oh, heilen müsste ich mich mal. Da mal gucken, ob der was Schönes dabei hat. Pinsel. Eine Rechnung. Scheiße. Okay. Entschuldigung. Wer hat mich jetzt schon wieder gesehen? Die kommen. Das ist ein Torwinkel!
Also, wie soll ich dich töten? Langsam wird's auf jeden Fall. Das wirst du bereuen. Okay. Ja, aber das ist echt blöd. Also, ein bisschen gemein finde ich schon, dass ich ja durchaus den einen, also einen habe ich auf jeden Fall schon vergiftet, aber es hat mir nichts gebracht. Huch. Ich versteck mich mal. So. Ich probiere diese Vergifterei jetzt nochmal. Ach, scheiße. Wo ist der? Ah, Mann. Der ist auch nix. Oh doch, oh doch, oh doch. Also ich habe ihn jedenfalls erwischt. Aber es hat mir alles nichts gebracht jetzt. Gut. Dann fangen wir hier nochmal an. Also das mit dem Berserk abfallen, das werde ich nicht hinbringen, wie es aussieht. Ich habe nämlich keine mehr. Dann werde ich hier einfach mal eine Tür wieder aufmachen. Ah, shit. Na, also. Zwei Türen habe ich auf, immerhin. Das bringt mir auf jeden Fall schon mal ein Fundstück. Bringt die nächste Tür auf. Na, die habe ich ja perfekt erwischt. Dritte Tür. Und dann kann ich die vielleicht... Oh! Monsieur Germain? Der Silberschmied? Danke Gott. Ich bin seit Monaten hier. Bitte, befreit mich doch. Zuerst sagt mir, was ihr über das hier wisst. Keine Zeit. Ich erzähle euch alles, wenn wir fort sind. Doch jetzt müssen wir los. Bevor sie zurückkehren. Gut, dann los. Nein. Sie bewachen den Eingang. Wir müssen die Treppe runter und rüber. Dann folgt mir und bleibt ruhig. Jetzt muss ich den hier auch noch rauslotsen. Ja,
keine. Oh, ich habe auch keine Phantomklingen mehr. So, Nummer 1. Etwas verfluchter Gewehr! Nummer 2. Nummer 3. Hier entlang. Ja, selbstverständlich. Wartet hier. Ich würde gern noch eine Tür knacken. Wären sie ganz nützlich, meine Berserker-Klingen. Nebelbomben, ne? Irgendjemand sieht mich. Wir müssen weiter. Wie ihr wünscht. Bleibt hier. Genau. Der latscht immer vorne raus, ja. Der Penner. Aber hier kann ich mein letztes Schloss knacken. Das will ich mir nicht entgehen lassen, auch wenn sie dann kommen und mich umhauen. Das war aber eng. Kann ich da von hinten kommen? Wartet hier. Das sind viele da. Ich habe nur noch Pistole. Weiter.
In Ordnung. Gut. Passt auf ihn. Kriegst du ihre Waffen oft auch dort? Wie wichtig seid ihr denen als Gefangene? Gut. Was ist denn da jetzt? Das ist ja schlecht, dass die da drüben stehen. Da müssen wir einfach beeilen, ne? Schüttelst mich nicht ab! Ach, da! Ich liebe auch eine schöne Jagd. Zeig dich. So. Huch. Okay. Das war ja komisch. Charme! Kleine Planänderung. Als erstes sprechen! So. Begeht jetzt nur keine Dummheiten. Lass den Silberschmied gehen. Bleib zurück! Ja, ist das wohl ein Assassine oder was? Was habe ich getan? Nur das, was ihr musstet. Kommt, wir müssen gehen. Ja, natürlich. Sur moi, va dire d'un asile. Mes marchandises vous plaisent-elles? So, jetzt bin ich mal gespannt. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Vielleicht könnt ihr euch ja revanchieren. Ja, natürlich. Darf ich? Die erste machte ich vor einigen Jahren. Ein Privatauftrag. Eines gewissen Lafreniere. Es war eine ungewöhnliche Kommission. Und ich gestehe, die Neugier trieb mich, sie anzunehmen. Vor kurzem erfuhr ich mehr über Lafreniers Hintergrund und was ich herausfand. Ist unglaublich. Er ist ein Templer. Habt ihr das erfahren? Ja, ich glaube schon. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich war sehr leichtsinnig und Lafreniere kam mir auf die Schliche. Seit jenem Tag stehe ich unter Hausarrest. Ich schmiede, was er verlangt. Waffen meistens. Wo kann ich ihn finden? Nun, Lafreniere ist vermutlich nur sehr schwer aufzutreiben. Vor kurzer Zeit... Da hörte ich etwas über den Schutz der Waren in der Aloblé. Es klang bedrohlich, wie er das sagte. Wenn ich fragen darf, warum interessiert er euch? Na, welchen Platt machen will? Eine wichtige Person starb durch ihn. Ich will wissen, wieso. Verstehe. Ihr habt mein Mitgefühl. Sie werden wieder nach euch suchen. Macht euch lieber rar. Ja, das werde ich wohl. Naja, okay. Dann würde ich sagen, an der Stelle ist die Erinnerung abgeschlossen und ich mache eine kurze Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.